So, jetzt hat aber alles geklappt. Swiftly ist in Position. Die Kapuze wird weggeworfen und Boxen auf zum zweiten Rennen. Den Preis der Garten- und Landschaftsgestaltung Siegfried Herzig. 2400 Meter die Distanz. Zu Luto an der Innenseite geht an die Spitze von Norin. Dahinter sieht man dann Incamparo. Weiter in Mitte. Incamparo geht jetzt nach vorne. Dahinter folgt dann dicht auf Aquarius. Ganz an der Außenseite ist Imaran. So geht es das erste Mal an Eden vorbei unter dem frenetischen Beifall wie gewohnt. Incamparo hat das Kommando. Der Zielspiegel wurde das erste Mal passiert vor Aquarius. Dahinter dann Celuto an der Innenseite als dritter Kandidat. Dann sieht man dicht auf an der Außenseite Imaran. Weiter innen daneben dann Norin. Dann folgt Maxel. Und dahinter an der Außenseite New Eagle mit Swiftly und Manaya Nepalo ist am Ende des Feldes. So geht es jetzt in die Gegenseite hinein. Unter der Führung von Incamparo wird die Gegenseite angesteuert. Aquarius außen ist in der zweiten Position vor Celuto. Dann Imaran dicht auf. Norin an der Innenseite. New Eagle kann sich da weiter verbessern vor Gigi in dem Mitteltreffen des Feldes. Dahinter dann Manaya innen. Weiter außen dann Swiftly vor Miss Marble. Und dann lässt sich Maxel schon bitten und Nepalo am Ende des Feldes. Jetzt ist am Ende Maxel. Die Pferde am Mittelpunkt der Gegenseite schon vorbei. Gleich geht es in den Schlussbogen hinein. Unter der Führung von Incamparo mit Wladimir Panov. Dahinter ist unverändert in zweiter Position Aquarius. Drittes Pferd in den Celuto in guter Haltung vor Imaran und Norin. Dann New Eagle vor Gigi bei ruhiger Fahrt. Dahinter dann außen Swiftly mit Manaya. Und am Ende des Feldes Nepalo gemeinsam mit Miss Marvel. Das Feld schließt aber dichter zusammen, die letzten 650 Meter. Incamparo weiter an der Spitze mit Wladimir Panov. Aquarius greift aber jetzt an im gestreiften Dress. Aquarius mit Incamparo. Aquarius geht jetzt nach vorne. Celuto kommt daneben, ganz an der Innenseite versucht es Gigi. Aber Aquarius ist vorne. Aquarius mit dem Kommando an der Außenseite. Dann Imaran mit Celuto an der Innenseite. Gigi. Gigi wird jetzt stärker. Aquarius weiter an der Spitze. Aquarius führt an der Außenseite Imaran und hinten aber Gigi immer stärker. Aquarius und Gigi kommt, aber Aquarius gewinnt das Rennen. Aquarius gewinnt vor Gigi, dahinter Imaran und Celuto von Norin und New Eagle, dann Swiftly, dann Miss Marble und dahinter dann Manaya und am Ende des Feldes Incamparo. Vorläufiger Einlauf im zweiten Rennen, den Preis der Garten- und Landschaftsgestaltung Siegfried Herzig lautet 4, 8, 2, 3 und die 11. Das sind die Pferde 4, Aquarius. Auf dem zweiten Platz die Programmnummer Gigi. Drittes Pferd dann die 2, Imaran. Auf dem vierten Platz die 3, Celuto. Und fünftes Pferd dann die 11, Norin. Da ist er gleich bei seinem ersten Lebensstart als Sieger in Anführungsstrichen auffällig geworden. Top-Abstammung, der dreijährige Aquarius, sein See the Stars Sohn.